So, hallo und herzlich willkommen in Evelyns Wohnzimmer, aus technischen Gründen, weil draußen dunkel, ne? So, und ich wollte nochmal mich ein bisschen auslassen zu dem großen Problem, das ich gerade so ein bisschen habe, wieder mal die Wolf-Debatte. Ob der Wolf jetzt nun gefährlich ist oder nicht, das haben wir ja schon alles geklärt. Und ob man den so einfach weitermachen lassen kann, also sprich, dass man gar kein Wolf-Management hat, ob das eine gute Idee ist, haben wir auch schon viel drüber diskutiert und wahrscheinlich wird das nicht möglich sein. Und ne, mit den Weidetierhaltern, die dann große Probleme kriegen und so weiter, haben wir alles schon geklärt. Was wir auch schon geklärt haben, was viele Kommentatoren, die dieses Video jetzt ausgelöst haben, offensichtlich nicht wissen, sind alle möglichen technischen Maßnahmen, wie man sein Lager gegen den Wolf absichern kann, wie man sich selber gegen den Wolf absichern kann, was man tun kann, wenn der Wolf kommt und so weiter und so weiter. Haben wir alles schon relativ ausführlich dargestellt und ausführlich besprochen. Also in Videoform. Nur, ich finde, jetzt müssen wir mal noch mal was ganz anderes diskutieren zu diesem Thema. Und zwar ist das so ein bisschen die innere Einstellung vielleicht zur Natur. Ja? Denn für mich ist das immer so ein gewisses Problem, wenn ich den Eindruck bekomme, dass jemand raus in die Natur gehen möchte, aber gleichzeitig nicht möchte, dass es da gefährlich ist. Mal einfach formuliert. Aber meiner Meinung nach ist das ja gerade so die Definition von Natur. Ich finde, es gibt nämlich da wirklich so ein in der Welt, in der wir leben, jetzt insbesondere als wir Deutsche zum Beispiel, oder auch in der Schweiz, sieht das genauso aus, gibt es, finde ich, aus meiner Sicht so mehr oder weniger zwei Welten, in denen man sich aufhalten kann. Es gibt einmal das, was ich immer gerne als Zivilisation bezeichne. Das heißt einfach den menschgemachten, an Mensch angepassten Lebensraum. Also mitten in der Stadt, selbstverständlich. In Gebäuden, auch klar, ne? Shopping Mall, Schwimmbad von mir aus, Kino, Wurscht, all sowas ist ja klar, dass das ein menschgemachter Lebensraum ist. Man würde es eigentlich normalerweise auch gar nicht als Lebensraum bezeichnen. Ist es in gewisser Weise aus ökologischer Sicht dann aber trotzdem. Ne? Jeder Raum ist der Lebensraum für bestimmte Organismen und im Fall von einer Stadt, dann ist dieser Lebensraum für den Organismus Mensch gedacht. Und es gibt halt noch ein paar andere, die anpassungsfähig sind und da trotzdem auch noch leben können, wie beispielsweise die Ratte im Kanal und all solche Sachen. Ne? Oder auch der Vogel, der unterm Dach entsprechend nistet, ein Siebenschläfer, den man über dem Dach haben kann. Auch der Marder in der Motorhaube ist theoretisch dann wieder ein Mitglied dieses Ökosystems statt. Gut, auch ein intensiv genutzter Maisacker ist streng genommen immer noch ein menschgemachtes Ökosystem, weil A, würde Mais hier ja gar nicht wachsen, B, nicht in dem Ausmaß und auch nicht so in Reih und Glied. Also immer noch sehr, 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 sehr künstlich, so ein Maisacker. Ist vielleicht weniger künstlich als jetzt eine Stadt als Gesamtbild, aber oder ein Wolkenkratzer oder irgendwie sowas in der Richtung, aber trotzdem immer noch weit weg von natürlich. Ja, und dann gibt es halt eben aus meiner Sicht die andere Welt, die zwei Welten, in denen wir leben, ne? Nämlich, das ist draußen. Und mit draußen würde ich nicht definieren, dass man unter freiem Himmel ist, sondern mit draußen würde ich definieren, dass man raus ist aus stark durch den Menschen beeinflussten Strukturen. Wo gibt es denn sowas in Deutschland? Ja, streng genommen kann man sich streiten, ob das überhaupt gibt. Aber für viele von uns ist es halt der Wald. Denke ich, dass das einige so sehen werden, sofern sie meine Einteilung in diese zwei Welten überhaupt nachvollziehen können und das ähnlich sehen. Das müsst ihr ja nicht. Ich wollte euch nur mal gerne meine Meinung diesbezüglich mitteilen. Ja, und dieses draußen, ich persönlich gehe da deswegen gerne raus, weil dieses draußen, ja, ein anderer Ort, wo, weil da andere Gesetze gelten. Irgendwo, zum gewissen Teil. Natürlich gelten da auch die stinknormalen Gesetze der Bundesrepublik beispielsweise oder ne, sucht euch ein anderes entsprechendes Land aus und dessen Gesetze gilt da draußen selbstverständlich auch. Da gelten aber nicht nur diese entsprechenden Gesetze, sondern, das ist auch natürlich in der Stadt in gewisser Weise auch so ein bisschen der Fall, es gibt da Überschneidungen, aber was da draußen vor allen Dingen auch noch gilt,
sind diese alten Sachen, die früher mal auch für Homo sapiens irgendwann mal wichtig waren, nämlich solche, ja, Dinge wie Survival-Instinkte, wenn man das mal so nennen möchte, ne? Weil da draußen muss man halt eben aufpassen, dass man zum Beispiel eben niemanden ärgert, der einem gefährlich werden könnte von einer anderen Spezies. Wir haben in den Städten kein Tier anderer Spezies, das uns in den Zwerg gefährlich werden könnte. Also jetzt zumindest nicht auf physische Art und Weise Krankheit übertragen. Okay, klar, aber ein Bär rennt nicht in der Stadt rum. Wenn wir jetzt da draußen sind, je nach Land, könnten wir theoretisch zum Beispiel einem Bär begegnen. Und bei einem Bär, insbesondere wenn es zum Beispiel ein Eisbär ist, besteht schon ein durchaus realistisches Risiko, dass der auf die Idee kommt, weil er nämlich die viel stärkere und so gesehen dominantere Spezies ist als wir, wenn wir jetzt nicht gerade ein großes Gewehr dabei haben, dass der auf die Idee kommt, uns platt zu machen und aufzumampfen, weil er es kann. Ne? Und weil er Hunger hat und Futter braucht. So. Und das sind so Dinge, die gibt es halt in der Stadt nicht. Draußen schon. Und irgendwie empfinde ich das Vorhandensein von Gefahren draußen als was Positives, weil ich irgendwie das Gefühl habe, dass mir das wahnsinnig fehlt, wenn ich in so einer geschützten Umgebung, in Anführungszeichen, mich dauerhaft, vor allen Dingen dauerhaft, aufhalten muss, wie halt in einer Stadt und so weiter und so fort. Und dann insbesondere auch noch, wenn man, ja, in unserer Zivilisation ist es ja wirklich schwierig, durch... Also selbst wenn man sich sozusagen fast schon Mühe gibt, kein nützliches Glied der Gesellschaft zu sein, indem man meinetwegen Alkoholiker wird oder ähnliches, da kann man oft nichts dafür, klar, kein Thema, alles gut, aber so ein Alkoholiker ist per se jetzt in den meisten Kulturen nicht unbedingt als was Positives anzusehen, um es mal vorsichtig auszudrücken. Gut, und selbst so ein Alkoholiker, wenn es jetzt nicht ganz, ganz knüppeldick und ganz furchtbar kommt, hat durchaus auch eine gute Chance, da es ja soziale Sicherungssysteme gibt, in fast jeder Form von Zivilisation gibt es sowas, dass er das noch irgendwie überlebt. Versetzen wir jetzt mal diesen Alkoholiker, mal abgesehen davon, dass er keine Chance hat, an Alkohol zu kommen, aber angenommen, den gäbe es jetzt im Wald und er würde in den Wald rennen mit meinetwegen 10 Flaschen Wodka und besäuft sich da wie blöde und kippt dann da halt irgendwo mitten im Wald um und es ist schon relativ kühl. Die Chance, dass der am nächsten Morgen wieder aufsteht, ist relativ gering. Wenn Ihnen das im Münchner Marienplatz passiert, da gibt es auch eine gewisse Chance, dass kein Schwein sich dafür interessiert, klar. Aber es gibt auch eine weitere, ebenfalls durchaus nicht so niedrige Chance, dass irgendwer auf die Idee kommt, den jetzt da aufzusammeln und irgendwo hinzubringen, wo es halt warm ist. Ne? So. Und irgendwie empfinde ich es als bereichernd und als meine Wahrnehmung von echter Natur, dass eben dieses Sicherungsnetz sozusagen fehlt. Dass da draußen es nichts gibt, wo man mit Geld was anfangen könnte. Ne? Also in der Stadt kannst du Probleme lösen, indem du Geld ausgibst, dann kriegst du zum Beispiel was zu essen. Bist du draußen in der Natur, kriegst du nichts zu essen, wenn du Geld ausgibst. Weil es gibt niemanden da, der sich irgendwie für Geld interessiert. Das sind so Sachen. Das ist erstmal trivial und bescheuert, aber ich finde das wirklich wichtig. Und ich empfinde eine Form von Natur umso bereichernder und umso angenehmer den Aufenthalt da, je weniger eben entsprechende, je weniger menschgemachte Systeme da noch funktionieren. Also je mehr ich wo bin, wo ich ab von allem bin, wo es nichts mehr gibt, was irgendwie an das künstliche System von Homo sapiens irgendwie erinnert. Das muss nicht schlecht sein, dieses künstliche System. Und ich könnte auch nicht ohne leben. Ich habe nie behauptet, dass ich jetzt in die Wildnis ziehen kann und da mal glücklich werden. Für die nächsten 20 Jahre, bis ich dann mit Mitte 50 an Altersschwäche sterbe, weil länger man es da draußen nicht aushält. Könnte sein, weiß ich nicht. Müsste man ausprobieren. Ne? Aber sowas habe ich nicht vor. Und ich brauche auch die Zivilisation, bin da auch von abhängig. Aber ich mache vielleicht ein bisschen intensiver und ein bisschen lieber gerne da Urlaub, wo die halt dann mal nicht ist. Und erfinde das als unglaublich entspannt und unglaublich bereichernd und komme dann auch mit der gesamten Lebenswirklichkeit, die man als Zivilisationsmensch halt nun mal hat, deutlich besser zurecht. Wenn ich zwischendrin auch mal irgendwo bin, wo das Leben dahingehend sehr, sehr, sehr einfach ist, dass man sich um so grundlegende Dinge kümmern muss, wie, wo kriege ich die nächste Mahlzeit her? Was mache ich, damit ich jetzt ins Wasser falle, damit ich nicht erfriere? Was muss ich tun, damit mich der Bär nicht frisst? Und ja, solche Fragestellungen. Ne? Dinge, worum man sich nicht Sorgen machen muss, wenn man draußen in der Natur ist, ist, wie soll ich die Miete bezahlen?
habe ich meine Aufgaben meinem Chef gegenüber korrekt erledigt? Muss ich noch Steuern zahlen? Wenn ja, wie viele und wo? Was ist mit der Krankenkasse? Und den und den Arzttermin habe ich noch und generell Termine. Ne? Oder oh Mist, ich habe den Bus verpasst und all so ein Kram. Gibt's da halt nicht. Und ja, das empfinde ich als wahnsinnig befreiend. Man erkauft sich allerdings diese Befreiung eben von den ganzen nervigen Dingen, die Zivilisation mit sich bringt, nur dadurch, dass man halt nun mal akzeptiert, dass in der Nicht-Zivilisation, wie damals im Mittelalter, wie damals in der Antike oder wenn wir in der Geschichte noch weiter zurückgehen, nun mal Gefahren lauern. Das ist nun mal potenziell gefährlich. Steuern zahlen muss man nicht, aber dafür könnte man vom Bär gefressen werden. Oder man fällt in den Fluss und erfriert. Oder es kommt ein Sturm in der Nacht, weht ein Baum um und der fällt uns auf den Kopf. Kann man sich viel einfallen lassen, was einen da draußen umbringen kann. Und deswegen muss man wissen, was man da draußen tut. Und offensichtlich muss es mal viele, viele, viele Leute gegeben haben, die das gewusst haben, weil irgendwie kommen wir ja alle von da draußen, wir Homo sapiens. Und ich finde es jetzt wahnsinnig bereichernd, wenn man als Zivilisationsmensch trotzdem versucht, und wir versuchen es alle. Ich kenne kaum einen von uns, der es wirklich kann. Wir versuchen alle, möglichst noch irgendwelches Zeug jetzt wieder zu entdecken, was wir mal gekonnt haben, um da draußen wirklich so richtig gut klarzukommen. So. Jetzt ist es aber so, dass der deutsche Wald nicht gerade als wirklich große Wildnis zu bezeichnen ist. Ne? Wirklich nicht. Da gibt es ja auch noch zigtausend Regeln. Und die habe ich euch auch schon alle erzählt. Und alle möglichen potenziellen Verhaltensvorschriften und so weiter und so fort hat jetzt mit Wildnis nicht viel zu tun. Das muss man bei den Verhaltensvorschriften selbstverständlich noch unterscheiden, ob das jetzt welche sind, die man sich selber freiwillig auferlegt, weil man halt eben möchte, dass das, was noch an Wildnischarakter da ist, auch erhalten bleibt, wie dass man halt freiwillig bestimmte Naturschutzsächelchen einhält, dass man freiwillig nicht seinen Müll da draußen hinwirft. Das sind ja Dinge, die macht man im Grunde nicht nur, weil es auch entsprechend geboten und verboten ansonsten ist, sondern man macht es ja auch einfach, weil man ja, ein gutes Gewissen haben möchte vielleicht. Oder weil man einfach das Bedürfnis hat, die Natur ein bisschen zu schützen. Weil wir ja alle, die meisten von uns zumindest, irgendwie merken, dass es die irgendwie scheinbar nicht mehr so viel gibt. Und je nachdem, wie alt man individuell ist, kann man auf jeden Fall, wenn man ein bisschen aufmerksam ist, finde ich, sollte jeder in der Lage sein, festzustellen, dass es irgendwie immer weniger davon gibt. Auch wenn, gerade jetzt im Beispiel vom deutschen Wald, der rein von der Baumbestockung, von der mühsamen Arbeit der Forstwirtschaft und so weiter und so fort, tendenziell schon immer natürlicher wird. Aber das liegt daran, dass wir super, super reich sind und es uns leisten können, unsere ausgebeutete Natur langsam wieder ein bisschen was mehr zurückzugeben, sodass es unserer Natur potenziell langsam besser geht. Potenziell deswegen, weil es ihr gerade aktuell gar nicht gut geht, weil wir eben diesen 2018er Sommer hatten. Aber dafür können wir jetzt kurzfristig auch nichts dran ändern mit unseren menschgemachten Methoden. Aber also das Bewusstsein für Natur und Umwelt, das wächst. Immer mehr Leute haben das begriffen, dass das eben nicht selbstverständlich ist, dass das da draußen halt ist und dass das da draußen auch irgendwie wertvoll ist, haben inzwischen auch die allermeisten begriffen, bis auf so ein paar Vollidioten natürlich. Aber das ist nicht so das große Problem. Was mich immer so ein bisschen dumm dastehen lässt und mit Erklärungsnot zurücklässt, ist eben diese Einstellung dessen, ab wann ist Natur eigentlich Natur? Das ist immer so ein bisschen die Hauptfrage. Und der deutsche Wald draußen, der wird halt von vielen eben schon als die Natur angesehen. Und zwar so, wie er ist. Und so, wie er ist, wird er als gut empfunden und da muss er nicht unbedingt noch mehr Natur werden. Ne? Gibt es viele Leute, die eben so entsprechend denken. Und jetzt kommt dazu eben ein super polarisierendes Beispiel, in dem man die ganze Geschichte ein bisschen aufhängen kann, wie der Wolf. Und der Wolf erhöht nun unter anderem das Risiko, die Natur zu betreten. Also das Gefahrenpotenzial der Natur wird durch den Wolf erhöht. Das ist so. Punkt. Wie sehr? Ja, kann man sich sehr streiten. Hängt auch davon ab, wie viel man weiß. Wie sehr man sich richtig verhält, sollte der Wolf kommen
und wie sehr man sich gegebenenfalls vorbereitet, ob man halt irgendwelche Wolf-Abwehrmittel, sage ich jetzt mal vorsichtig, mit sich führt oder nicht. Davon hängt das halt jeweils dann schon relativ intensiv ab, wie sehr halt nun mal dieses Risiko durch den Wolf, das Betreten der Natur, Risiko durch den Wolf steigt. Auch ob man da nun übernachten möchte oder ob man da einfach nur mal mit dem Hund spazifizieren geht oder ohne den Hund, da gibt es dann große Unterschiede. Aber grundsätzlich steigt das Risiko. Wie sehr, und das wissen wir halt alles nicht. Jetzt, was mich in die Natur zieht, ist ja gerade unter anderem dieses Risiko. Ja, auch alle anderen Dinge, die da schön sind, auch einfach die pure Schönheit der Landschaft, insbesondere dann, wenn da keine Gebäude stehen oder keine Straßen sind und so ein Kram. Das ist das eine. Das andere ist aber auch in gewisser Weise wirklich diese gewisse Gefahr, dieses gewisse Gefahrenpotenzial und einfach mal die Möglichkeit, sich einen Scheiß um Versicherungsfragen zum Beispiel zu kümmern, sich einen Scheiß um die Meinung vom Chef, weil der ist nicht da, zu kümmern, sich um eigentlich nichts kümmern zu müssen als die Grundbedürfnisse. Und das macht das Leben zwar nicht einfacher im Sinne von einfacher zu überleben, sondern es macht das Leben wahnsinnig einfacher, wenn es darum geht zu leben, wie ich finde. Wenn man sich nämlich nur darum kümmern muss, wo kriege ich was zu essen her? Wie vermeide ich Erfrieren, Verdursten, sonstige Dinge, die mich umbringen können? Und vielleicht, wie komme ich noch von A nach B, wenn das ein Teil des Lebens draußen eben sein soll, dass man von A nach B möchte. Für mich immer was ich gerne mache, die Zeit draußen damit zuzubringen, dass ich von A nach B will. Und ansonsten hat man sich wirklich nur noch darum zu kümmern, eben entsprechend auch, weil man es nicht anders mehr kann, mit Zivilisationsmöglichkeiten wie einem Hightech-Materialzelt und einem Hightech-Rucksack und so weiter und so fort, irgendwie halt eben da klarzukommen. So. Und ein bisschen Demut zu lernen vielleicht auch, weil das Rentier da auch so rumspringen kann, ohne Hightech-Rucksack, ohne Hightech-Zelt und ohne alles, nackig im Prinzip. Und wir könnten da gar nichts, nackig, überhaupt nichts. Da können wir ein bisschen reinlaufen in die Wildnis, dann müssen wir wieder umdrehen und sonst sind wir am Arsch. Und ja, ist schön, lernt man Demut und so weiter. Und dann macht man sich irgendwann mal so ein bisschen Gedanken, muss das denn sein, dass wir versuchen, den kompletten Planeten, also überall da, wo nicht ohnehin sowieso nichts wachsen würde und wo es ohnehin nicht schön, weil das ganze Jahr über, halbe Jahr über dunkel und so weiter und so fort ist, ne, da wollen wir noch nicht so sehr hin, aber überall sonst, wo es einigermaßen schön ist, da wollen wir hin. Da müssen wir ein Hotel bauen, muss man einen schönen Hotelpool hinsetzen und so weiter und so fort. Und dann kommen Leute, die finden das toll und die gehen dann in so ein Hotel, um Urlaub zu machen. Und irgendwo haben die natürlich auch einen Urlaub verdient. Aber ich kann nicht nachvollziehen, dass es so ein Urlaub sein muss. Das kann ich mir überhaupt nicht. Kann ich mir nicht vorstellen, was daran irgendwie erholsam sein soll, aber offensichtlich funktioniert es. Und ja, ne? Das macht jetzt niemanden zum unglaublich schlechten Mensch, dass er mal im Hotelpool rumgelegen ist, um braun zu werden. Aber ich kann es echt nicht verstehen. So, nochmal die Kurve zum Wolf. Wenn man jetzt den Wolf so mehr oder weniger als Sinnbild nimmt für eine etwas intaktere deutsche Natur, dadurch, dass der Wolf da ist, und damit ist sie ein bisschen intakter, weil es fehlt sonst in unserer Natur völlig die Komponente des Beutegreifers, des Prädators, ne? Der für den gesamten Naturhaushalt einfach eine wahnsinnige Rolle spielt, bei der Überpopulation großer Pflanzenfresser beispielsweise verhindert. Und so haben wir jetzt aktuell Überpopulation großer Pflanzenfresser, nämlich Wildsau und Reh. Mindestens die. Beim Rotwild, da wo es Rotwild gibt, ist es oft zu viel. Und dazwischen gibt es halt gar keins. Also bei Rotwild ist einfach die Verteilung scheiße, auf gut Deutsch. Ne? Also es ist deswegen vom Aussterben bedroht, weil es nur in einzelnen Gebieten quasi vorkommen kann. Und jetzt werdet ihr wahrscheinlich anmerken, was, Rotwild ist doch nicht vom Aussterben bedroht. Kommt drauf an, nach Meinung einiger Experten schon in gewisser Weise. Und wenn man da nicht an der grundsätzlichen Art und Weise, wie wir Rotwild halten, das ist nämlich kein Wild, das wird nämlich schon irgendwo auch gehalten, wie ich finde, daran nicht grundsätzlich was ändern, dann ist es schon sehr gefährdet. So, aber mal davon abgesehen, nochmal zum Wolf. Der Wolf ist ein wunderbares Beispiel, wo man jetzt einfach mal für sich selber schauen kann, welche Einstellung zur Natur man denn eigentlich hat. Man kann entweder sagen, gut, da draußen gibt es jetzt einen Wolf, dafür ist die Natur natürlicher geworden
und es ist ein Stück mehr Natur, wie sie sein sollte, ein Stück mehr intakte Natur, ein vollständiges Ökosystem mit allen Elementen, die da drin wirken, also die Destruenten, die tote organische Substanz abbauen, die Produzenten, Pflanzen, die organische Substanz aufbauen, die Konsumenten, die organische Substanz konsumieren, das sind alle Tiere, und innerhalb der Tiere dann nochmal die besondere Gruppe der entsprechenden Tiere, die nicht Pflanzen, sondern andere Tiere futtern. Ne? Das ist eine große Gruppe eigentlich. Das ist auch eine Assel, die sich einen Wurm fängt oder eine Spinne, die sich eine andere Fliege fängt und sowas. Wird selten als Raubtier wahrgenommen, ist aber auch eins. Raubsäugetiere allerdings, die fallen nun mal auf, weil sie aufgrund ihrer Größe potenziell auch uns gefährlich sein könnten. Und das ist der Wolf irgendwo natürlich auch. Ne? Das brauchen wir gar nicht leugnen, dass es unmöglich wäre, dass der uns was tut. Aber ja, man kann eben mit der Einstellung hingehen und sagen, ja super, Wolf ist da, Natur ist jetzt natürlicher, das finde ich gut. Oder man kann mit der Einstellung hingehen und sagen, okay, Natur ist jetzt natürlicher, aber das bringt ein, davon abgesehen, immer noch wahnsinnig geringes, und auch wenn ihr in der Lausitz hockt, immer noch wahnsinnig geringes Risiko entsprechend mit sich, wenn man raus in den Wald geht, dass man potenziell durch die Natur, die da wirklich sehr natürlich ist, dann was passieren könnte, wenn man eben entsprechend nicht vorbereitet ist. Ja, und das kann man, wie gesagt, als Bedrohung empfinden und man kann dann daraus schlussfolgern, dass einem die Natur zu natürlich ist. Und man kann dann das tun, was wir immer tun, wir Menschen, und zwar hingehen und sagen, ja, okay, scheiße, zu viel Natur, wir passen die Natur so an, dass sie uns wieder passt. Ne? Dass sie nicht zu viel Natur ist, sondern nur so viel Natur, wie wir noch gut finden, dass wir da bequem leben können, dass da ja nicht die Möglichkeit besteht, dass mal jemand vom Wolf gefressen wird und rotten den Wolf halt eben wieder aus. Das wäre die einzige mögliche Sache, die man mitmachen könnte, um eine hundertprozentige Sicherheit, dass keiner vom Wolf jemals gefressen wird, zu erlangen. Man müsste ihn wieder ausrotten. Das ist so. Es gibt Möglichkeiten, um das Risiko auf ein ultimativ kleines Minimum zu reduzieren und ein Zusammenleben zwischen Mensch und Wolf in gewisser Weise zu ermöglichen, was aber nicht möglich ist, das Risiko auf Null zu kriegen. So, und solange es Leute gibt, die halt sagen, ja, aber auch wenn es das geringste Risiko besteht, dann geht das nicht, weil dann kann ich ja nicht mehr raus in den Wald. Ich will aber raus in den Wald. Und bei solchen Leuten, finde ich, fehlt so ein bisschen in der Überlegung die Option, darüber nachzudenken, dass man auch mit Wolf raus in den Wald kann, wenn man dann das Risiko, das durch den Wolf entsteht, eben akzeptiert. Der war übrigens auch vor uns da. Also bevor wir hier noch groß Zivilisationen aufgebaut haben, gab es den Wolf schon. Erst als wir große Zivilisationen aufgebaut hatten, gab es den Wolf nicht mehr. Und jetzt sind wir so reich, dass wir es uns leisten können, eben entsprechend Wildtiere zu schützen. Und jetzt kommt er wieder. Er kommt im Übrigen von alleine wieder. Ist auch nochmal sowas, was die Wolfsgegner gerne mal in den Raum schmeißen. Den hat jemand geholt, den hat hier jemand angesiedelt. Nein, der kommt von alleine wieder. Warum? Ja, weil das kann. Deswegen, ganz einfach. So ein Wolf, der hat es deutlich leichter als wir. Der muss nicht über den Sinn des Lebens nachdenken. Der kriegt auch keine Depressionen, weil irgendwas in seinem Leben komisch läuft. Der geht einfach irgendwo hin, fängt da seine Rehe und reproduziert sich, wenn möglich, weil es kann. Mehr hat er eigentlich nicht zu tun. Und zwischendurch noch ein bisschen Fellpflege, Kommunikation mit den Artgenossen, bisschen spielen, bisschen balgen, bisschen raufen, weil nur der Oberste im Chef im Rudel ja mehr oder weniger sich fortpflanzen darf. Ist davon abgesehen meistens auch der Vater von allen anderen, sind ja Familienverbände. Und für mich ist es ein großes Problem und ich komme da einfach nicht mit klar, dass es dann Leute gibt, die dieses Risiko durch einen Wolf, der jetzt im Wald unterwegs ist, dann als so schlimm erachten, dass man deswegen jetzt diese viel natürlicher gewordene Natur wieder zurückverwandeln muss in das, was sie vorher war, nämlich noch mehr Kulturlandschaft. Aber dass überhaupt kein Risiko besteht, dass Natur nicht Natur sein kann, weil Natur hat immer ein Risiko. Wenn man da reingeht, dann ist man den natürlichen Prozessen unterworfen und die natürlichen Prozesse bringen für jede Art, die da irgendwie lebt, ausnahmslos für jede, inklusive uns, eben nun mal ein gewisses Risiko mit, die natürlichen Prozesse nicht zu überleben, schlicht und ergreifend. Ne? Braucht nur einen Baum auf den Kopf fallen, weil er morsch ist und in dem Moment, wo du vorbeiläufst, fällt er um, bumm, bist du tot. Ist in etwa so wahrscheinlich, wie vom Wolf gefressen zu werden. Jetzt kann man den kompletten Wald sperren deswegen. Weil im Wald ist immer ein gewisses Risiko.
Man kann aber auch einfach sagen, ja okay, wer den Wald betritt, hat mit waldtypischen Gefahren zu rechnen. Und das ist übrigens interessanterweise so eine der meiner Lieblingszitate aus dem deutschen Waldgesetz, weil das steht da drin. Wer den Wald besitzt, betritt, hat mit waldtypischen Gefahren zu rechnen. Also selbst in unseren beschissenen Gesetzen steht drin, dass der Wald eben nun mal was anderes ist als die Stadt. Da gibt es nun mal Gefahren, weil es der Wald ist. Und ich würde jetzt ehrlich gesagt, so von meiner persönlichen Auffassung her, fast so weit gehen, zu sagen, dass wenn jemand nicht akzeptieren kann, dass da draußen halt nun mal ein gewisses Risiko besteht, dann muss er halt drin bleiben. So. Das ist jetzt hart und ganz böse von mir, aber ich finde, das ist immer noch die viel bessere Lösung, als wieder hinzugehen und wieder den Lebensraum unseren scheinbaren Bedürfnissen nach hundertprozentiger Sicherheit anzupassen. Und das Argument, dass es im Wald unbedingt hundertprozentig sicher sein muss, wo kommt denn das her? Warum muss denn das so sein? Das verstehe ich auch nicht. Ich meine, im Haushalt ist auch nicht hundertprozentig sicher. Es gibt eine Herdplatte, es gibt einen Gasherd gegebenenfalls, es kann eine brennende Kerze umfallen. Ich muss ja niemandem erzählen, welche Gefahren im Haushalt potenziell auch lauern. Deswegen kommst du auch nicht auf die Idee, deinen Herd abzuschaffen und ist nur noch kalt, weil ein Herd potenziell gefährlich sein könnte. Aber das Risiko Herd sieht irgendwie keiner als schlimm an, weil er damit täglich zu tun hat. Würde man täglich in den Wald rausgehen, wie die Leute, die das wirklich auch tun, und die einem dann erzählen, dass so ein Wolf überhaupt kein Problem darstellt, weil sie täglich mit den Dingern zu tun haben, ne? Oder andersrum. Angenommen, es gäbe irgendjemand, der nicht weiß, was ein Herd ist. So jemand auf dem ganzen Planeten wird es wahrscheinlich nicht mehr geben. Aber wenn du den, der Wölfe und Tiger und sonst was gewöhnt ist, aus seinem Dschungelumgebung rausholst und stellst ihn bei uns in die Bude, ich glaube, der würde vor allen möglichen Gegenständen, inklusive Staubsauger und sonst was, Haartrockner, was weiß ich, eine Mordspanik haben. Und irgendwie ist mir der viel sympathischer als unser eins, wenn wir uns nicht in den Wald trauen, weil da irgendwo in der Weite des Waldes vielleicht ein Wolf sitzt, der reichlich Rehe hat zum drauf rumkauen und wahrscheinlich überhaupt kein Interesse daran hat, in irgendeiner Form mit uns zu interagieren. Ganz im Gegenteil, es gibt ja auch mehr als genug Beispiele, wo Wölfe positiv mit Menschen interagiert haben. Auch wieder gefährlich, wenn sie gefüttert werden, ne? Klar, alles eine ganz komplexe Angelegenheit. Aber was ich wirklich überhaupt nicht verstehen kann, ist ein, da draußen sind Wölfe, ich habe Angst, die Wölfe müssen weg. Das ist einfach so, na, da fällt mir kein passendes Adjektiv zu ein. Also jedenfalls keins, das nicht sehr unfreundlich wäre. So, also, abschließend, damit wir hier mal irgendwann so am Ende finden. Wolf und Mensch gleichzeitig im Wald, ganz ausschließen, dass einem da was passiert, kann man nicht. Ganz einfach. Ne? Also wenn jetzt jemand von mir wissen möchte, und das kommt vor in den Kommentaren, ja, wenn ich da im Wald penne und da kommt ein Wolf, woher will ich denn wissen, dass der nicht auf die Idee kommt, mich totzubeißen und zu fressen? Das weißt du nicht. Weißt du nicht. Kannst du Alarmanlage aufstellen, Feuer machen, im Zelt pennen, dir eine Burg bauen, Speer bereit halten, Pfefferspray dabei haben, Signalnotfackel dabei haben, um den Wolf mit Feuer und Flamme zu vertreiben. All so ein Kram. Oder von mir aus auch eine 8000 Pfund Zuggewicht, super Ultra-Armbrust mit Sniper-Zielfernrohr. All so ein Zeug kannst du dabei haben. Und wenn du dich dann noch nicht sicher fühlst, also irgendwo kommt wirklich der Punkt, da kann ich es nicht mehr nachvollziehen. Und dann kann man es ja vielleicht so machen wie ich mit den Dingen, vor denen ich Angst habe. Beispielsweise hoher Turm. Ja, hab Höhenangst, ziemlich krass. Was mache ich dann? Dann gehe ich da halt nicht hoch. Und ab einem gewissen Punkt, finde ich, sollte man einfach, wenn man individuell großes Problem mit dem Wolf hat, also fast schon irrational viel Angst vor einem Wolf hat, dann sollte man vielleicht nicht deswegen verlangen, dass der gesamte Wald wolffrei wird, sondern selber halt wohin gehen, wo es keine Wölfe gibt. Muss ja nicht unbedingt in Deutschland im Wald sein. Ne? Man kann ja auch irgendwo anders in den Wald gehen, wo es halt noch keine Wölfe mehr gibt. Meinetwegen Großbritannien, die haben keinen einzigen.
Schöne Wälder haben sie auch, teilweise. Müsste man halt ein bisschen weiter wegfahren für Urlaub. Also wenn man unbedingt in den Wald möchte und der Wolf ein unüberwindbares Hindernis ist, dann bringt das Aufwand mit sich, aber es ist einfach so, vielleicht ist selbstsüchtig auch schon ein ganz passendes Adjektiv, wenn der Wolf weg muss, weil man Angst vor ihm hat. Ne? Ja, und dass der Wolf die Kinder frisst, ist das Nächste. Dazu habe ich auch ein eigenes Video schon gemacht. Halte ich für tatsächlich auch im Rahmen des sehr kleinen Risikos, das das darstellt, für akzeptabel. Dafür lernen sie dann auch Natur kennen, die Natur ist und nicht den Zoo. Ne? Oder nur den Zoo. Auch den Zoo ist ja in Ordnung. Aber nicht nur eben. So. Schwieriges Thema. Schwieriges Thema. Tschüss.